Hallo Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einer neuen Häkelanleitung und zwar der ersten in diesem Jahr. Auch 2024 versuche ich wieder, so gut wie ich es kann, so gut wie möglich, euch glücklich zu machen mit den Anleitungen und den Videos, die ihr hier auf meinem Kanal finden werdet. Und deswegen habe ich mir gedacht, für das erste Video versuche ich euch besonders glücklich zu machen und gebe mir ganz viel Mühe. Wir häkeln heute also ein Tierchen, wo ich weiß, ihr habt schon sehr, sehr oft danach gefragt. Und gleichzeitig versuche ich damit auch noch ein Fandom abzudecken, nachdem ihr mich auch immer wieder fragt. Also, ich hoffe wirklich, ihr freut euch über die Häkelanleitung von heute. Wir häkeln nämlich eine kleine süße Eule im Harry Potter Style. Also eine Eule mit einem Hogwarts-Schal. Ihr könnt natürlich den Schal so gestalten, wie ihr wollt. Ich habe mich jetzt für Gryffindor entschieden, aber ganz ehrlich, häkelt den Schal für das Haus eures Herzens. Egal ob Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff, Gryffindor, nehmt was ihr wollt. Ich habe mich auch für das Haus meines Herzens entschieden. Und nicht für das Haus, in das mich damals dieser komische Test auf Pottermore gesteckt hat, vor vielen, vielen Jahren. Ich behaupte immer noch felsenfest, dass mein Smartphone, was ich damals hatte, nicht besonders funktionstüchtig war, wenn es darum ging, zu wischen, zu schieben, anzuklicken, was auch immer. Es lag daran, an nichts anderes. Sonst wäre ich bestimmt bei Gryffindor gelandet. Ich rede mir das weiter fleißig ein. Aber wie gesagt, häkelt einfach den Schal, den ihr gerne hättet. Oder wenn ihr das Ganze nicht Harry Potter-themed haben wollt, lasst den Schal weg oder häkelt einfach einen Schal in einer Farbe, die euch gefällt. Also, damit viel Spaß bei dem ersten Video in diesem Jahr. Ich hoffe, es gefällt euch. Für eure kleine Eule benötigt ihr Baumwollgarn in den Farben hellgelb, braun, hellbraun, Sand und weiß. Und die Farben für den Schal für das Hogwarts-Haus eures Herzens. Bei mir wird es dunkelrot und gelb, denn ich will natürlich zu Gryffindor. Häkelnadeln in der Stärke 2,5 und zur Hilfe gerne noch eine zweite, etwas dünnere Nadel. Sicherheitsaugen in der Stärke 9 und die dazugehörigen Unterlegscheibchen. Natürlich eine Schere und natürlich Füllwatte. Wie immer verlinke ich euch alle benötigten Materialien unten in der Infobox. Wir beginnen heute mit den Augen. Dafür brauchen wir jetzt die weiße Wolle. Und wir starten mit einem Anfangsknoten. Solltet ihr für den Beginn noch etwas Hilfe brauchen, dann verlinke ich euch oben in der Ecke gerne meine Basic-Reihe. So, danach folgen zwei Luftmaschen und wir stechen jetzt in die erste Luftmasche ein und häkeln dort Runde Nummer 1 und das werden jetzt 6 feste Maschen. So, dann ziehen wir das Ganze zusammen und gehen über in Runde Nummer 2 und das ist wieder ganz schön eng. In dieser gehen wir jetzt hoch auf 12 Maschen und verdoppeln dafür jede Masche aus der Vorrunde. Und den übrigen Anfangsfaden, den versuchen wir noch ein kleines bisschen mit zu verhäkeln. Und dann gehen wir weiter hoch. Wir steigern uns jetzt auf 18 Maschen und verdoppeln dafür jede zweite Masche. Und ich mache noch weiter und verhäkel den Anfangsfaden immer noch ein bisschen. Das lohnt sich nämlich für mich jetzt einfach bei der kurzen Länge nicht mehr, den abzuschneiden. So, und wenn wir das geschafft haben, dann setzen wir jetzt einen Farbwechsel zu unserem sandfarbenen Garn. Schön festziehen, damit nichts aufgeht. Ups. Okay. Und jetzt häkeln wir eine Runde glatt, 18 feste Maschen, aber nur in das hintere Maschenglied. Zur Erklärung, wenn ihr oben drauf guckt, dann seht ihr, dass so eine Masche aus zwei Maschengliedern besteht. Normalerweise stechen wir durch beide durch, durch das vordere und das hintere. Allerdings hier stechen wir immer nur durch dieses, durch das hintere durch. Und was wir auch natürlich machen, ist den restlichen Anfangsfaden und noch ein Stück von unserem weißen Faden mit zu verhäkeln, damit alles besser hält. Wenn wir das genug getan haben, dann können wir den Rest aber auch abschneiden und ups, da bin ich etwas hängen geblieben. So, und wenn wir das geschafft haben, dann folgt zum glatten Abschluss noch eine Kettmasche. So, der Faden wird abgeschnitten. Ruhig einen Tick länger lassen, wir brauchen das später noch zum Annähen. Und wir vernähen den Faden aber auch noch mit 2-3 Stichen, damit das jetzt schon besser hält. So, bei mir stehen hinten auch ein paar Anfangs- und Restfäden noch ab. Die schneiden wir auch noch kurz. So, und dann ist das eine Auge fertig. Und natürlich, wir brauchen noch ein zweites Auge. Und dann machen wir weiter mit dem größten Teilchen, mit dem Körper.
Also brauchen wir unser braunes Garn. Für den Anfang schlagen wir einen Maschenring an. So, den Maschenring heben wir ab und in ihn häkeln wir jetzt Runde Nummer 1. Und das werden beim Körper 6 feste Maschen. Dann ziehen wir den Maschenring zusammen und wir gehen über in Runde Nummer 2. Ich merke, ich habe sehr fest gehäkelt, aber ich komme durch. So, in dieser Runde gehen wir jetzt hoch auf 12 Maschen und um das zu erreichen, verdoppeln wir jetzt jede Masche aus der Vorrunde und den übrigen Anfangsfaden versuchen wir dabei noch ein kleines bisschen mit zu verhäkeln. Dann, bevor wir in die nächste Runde übergehen, schneiden wir kurz den restlichen Anfangsfaden ab. Der stört nur. Und dann machen wir weiter mit Runde Nummer 3. In dieser gehen wir jetzt hoch auf 18 Maschen und um das zu erreichen, wird jetzt jede zweite Masche in dieser Runde verdoppelt. Und danach geht es weiter. Wir setzen fort im gleichen Rhythmus. Und das bedeutet, wir verdoppeln dieses Mal jede dritte Masche in dieser Runde und gehen damit hoch auf eine Anzahl von 24 Maschen. Und wir machen weiter, wir sind noch nicht beim Maximum angekommen. Wir gehen jetzt mittlerweile in Runde Nummer 5 hoch auf 30 Maschen. Und um diese Anzahl zu erreichen, werden wir jetzt jede vierte Masche in dieser Runde verdoppeln. Da ist irgendwo ein Haar zwischengekommen. Und eine weitere Runde mit Zunahme in diesem Rhythmus fehlt uns noch. Wir gehen jetzt nämlich damit ein letztes Mal hoch, und zwar auf 36 Maschen. Und um das zu erreichen, wird jetzt jede fünfte Masche verdoppelt in dieser Runde. So, bei dieser Anzahl bleiben wir in den nächsten zwei Runden. Ich merke gerade, ich habe schon wieder ein Haar drin, das muss kurz weg. Was ich eigentlich sagen wollte, da zwei Runden gar nicht so viel ist, hoffe ich, ich schaffe das ohne Maschenmarkierer und zähle einfach gut mit. Also Runde 7 bis 8 glatt, je 36 feste Maschen. So, mit 36 Maschen genügt das jetzt. Wir gehen jetzt wieder etwas hoch. Und zwar steigern wir uns auf 38 Maschen, das heißt, wir setzen insgesamt 2 Zunahmen. Und zwar wird jetzt jede 18. Masche verdoppelt in dieser Runde. So, und bei dieser Anzahl bleiben wir wieder für 2 Runden. Und ich versuche das wieder ohne Maschenmarkierer. Sollte klappen. Hat vorhin ja auch geklappt. Und dann geht es wieder hoch mit der Maschenanzahl. Wir steigern uns jetzt auf 40 Maschen in der Runde und verdoppeln dafür jetzt jede 19. Masche. Also wir setzen wieder 2 Zunahmen. Und dann wieder das gleiche Spielchen wie in den Runden davor. Wir häkeln 2 Runden glatt mit je 40 festen Maschen. Und wenn wir das geschafft haben, dann machen wir weiter mit Zunahmen. Und zwar sind wir jetzt in Runde Nummer 15 und gehen hoch auf 42 Maschen. Das heißt, wieder einmal setzen wir Zunahmen im gleichen Rhythmus. Und zwar wird jetzt jede 20. Masche verdoppelt in dieser Runde. So, und wenn wir das geschafft haben, dann wieder das gleiche Spiel wie die Runden davor. Folgen 2 Runden glatt mit je 42 festen Maschen. So, und wenn wir das geschafft haben, dann werden es nochmal mehr Zunahmen. Denn wir häkeln jetzt wieder auf 6er Basis. Und zwar gehen wir jetzt hoch auf 48 Maschen und verdoppeln dafür jede 7. Masche in dieser Runde. So, und wenn wir das geschafft haben, dann geht es weiter hoch. Wir sind nämlich noch nicht beim Ende angekommen, aber wir machen weiter auf der gleichen Basis. Das bedeutet, wir gehen jetzt hoch auf 54 Maschen. Und um diese Anzahl zu erreichen, werden wir jetzt die 8. Masche verdoppeln in dieser Runde, mittlerweile übrigens Runde Nummer 19. Musik.
Und dann starten wir mit den Abnahmen. Und wir gehen jetzt ziemlich schnell runter. Wir gehen nämlich jetzt schon runter auf 36 Maschen. Und um das zu schaffen, wird jetzt jede zweite und jede dritte Masche zusammengehäkelt. So, und dann sind wir in Runde Nummer 21 und werden noch schneller mit den Abnahmen. Wir gehen nämlich runter auf 18 Maschen und häkeln dafür jetzt auch 18 Abnahmen. Und danach geht es jetzt runter auf 12 Maschen und dafür wird jetzt jede zweite und jede dritte Masche zusammengehäkelt. So, und dann legen wir das erst einmal kurz beiseite. Wir holen jetzt also unsere Augen zurück und werden in diese jetzt unsere Sicherheitsaugen einfügen. Und zwar machen wir das nach der zweiten Runde, also hier in etwa. So, und dann holen wir den Körper zurück und können die hier platzieren. Und zwar stechen wir diese jetzt durch die 10. Runde hindurch. So, zählen nochmal nach. Ja, das sieht gut aus. Wenn das sitzt, fügen wir von hinten noch die Unterlegscheibchen an. So, und dann kommt Auge Nummer 2. Aufpassen, die Eule guckt so ein bisschen nach unten. Und ihr positioniert das bitte so, dass zwischen den kompletten Augen, also nicht nur den Sicherheitsaugen, sondern wirklich den gesamten Augen, so etwa 3 Maschen sind. Also hier 1, 2, 3. 3 sichtbare Maschen sollten zu sehen sein. So, dann auch hier. Das Unterlegscheibchen kommt dran. Festnähen tun wir die beiden Augen erst, wenn das Ganze gut gestopft ist. Und das bedeutet, ja, jetzt brauche ich meine Füllwatte. So, okay, das genügt. Ich setze jetzt wieder an und häkel noch meine letzte Runde. Also, es folgen noch einmal 6 Abnahmen. Und ja, stranguliere mir gerade gefühlt meinen Finger. Ich muss das manchmal in der letzten Runde sehr, sehr eng wickeln, weil ich sonst gefühlt irgendwie nicht genug Kontrolle habe mehr. So, der Faden wird abgeschnitten, langgezogen und wir fädeln ihn noch einmal durch die übrigen 6 Maschen hindurch. So, festziehen und wir vernähen den Faden noch ein kleines bisschen. Na, da habe ich ein bisschen Füllwatte rausgezogen, das soll nicht passieren. So, das genügt. Wir schneiden den Faden ab und ziehen den Rest nach innen. So, und dann würde ich meinen, können wir die Augen richtig aufnähen. Dafür benutze ich jetzt die dünne Häkelnadel. Und ja, ich nehme eine Häkelnadel, obwohl ich nähe. Für mich funktioniert das einfach besser. Wenn ihr aber besser zurechtkommt mit einer Stopfnadel, mit einer normalen Nadel oder womit auch immer, dann nehmt das, womit ihr am besten zurechtkommt. Völlig okay. Für mich funktioniert es einfach mit einer Häkelnadel am besten. So, okay. Die Augen sind dran. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Teilchen. Dann häkeln wir als nächstes die Flügelchen und brauchen dafür auch die braune Wolle. Wir starten auch hier mit einem Maschenring. Den heben wir wieder ab und häkeln in ihn Runde Nummer 1. Und das werden auch beim Flügel 6 feste Maschen. Dann ziehen wir das Ganze zusammen, schön fest, und gehen über in Runde Nummer 2. In dieser verdoppeln wir jetzt wieder jede Masche aus der Vorrunde. Wir gehen also hoch auf 12 Maschen und den übrigen Anfangsfaden, den versuchen wir wieder noch ein kleines bisschen mit zu verhäkeln dabei. Bevor wir in die nächste Runde übergehen, schneiden wir ab. Und dann machen wir weiter mit Runde Nummer 3. In dieser steigern wir uns jetzt auf 18 Maschen. Und um das zu erreichen, wird nun jede zweite Masche verdoppelt in dieser Runde. Im Anschluss geht es hoch auf 24. Wir sind jetzt in Runde Nummer 4 und um das zu erreichen, wird nun jede dritte Masche verdoppelt in dieser Runde.
Und dann gehen wir noch ein letztes Mal hoch. Und zwar steigern wir uns jetzt auf 30 Maschen, denn wir bleiben auch hier immer bei der gleichen Basis. Um diese Anzahl zu erreichen, verdoppeln wir jetzt ganz einfach wieder jede vierte Masche. So, wenn wir das geschafft haben, häkeln wir noch eine Luftmasche und dann legen wir das Ganze aufeinander. So, und wir häkeln jetzt weiter und zwar Runde Nummer 6, wobei ich eigentlich Reihe Nummer 6 sagen müsste. Und wir stechen jetzt durch beide Seiten hindurch, also hier hindurch und durch die gegenüberliegende Masche auf der anderen Seite auch. So, ich versuche euch das noch einmal von Namen zu zeigen. Also ich gehe dafür kurz nochmal raus. Und zwar, ihr stecht hier durch die nächste Schlaufe hindurch, vorne, und stecht dann auch noch durch die gegenüberliegende Schlaufe auf der Hinterseite. So, und damit habt ihr quasi durch zwei Schlaufen gestochen. Durch die vordere Masche und durch die hintere Masche der letzten Runde. Und ihr häkelt jetzt in, ja, Reihe Nummer 6, ich bleib bei Reihe, immer durch beide Seiten hindurch. Und zwar insgesamt werden das 15 feste Maschen. So, und dann häkeln wir noch eine weitere Reihe, und zwar das Gefieder. Wir schlagen dafür drei Luftmaschen an und stechen dann in die nächste Masche ein und häkeln dort eine Kettmasche. Und das Ganze machen wir jetzt hier komplett entlang der Reihe, also insgesamt 15 Mal. Ich zeige euch das aber noch ein weiteres Mal aus der Nähe. Also, wir schlagen drei Luftmaschen an und dann überspringen wir keine Masche, sondern stechen direkt in die nächste Schlaufe ein und häkeln dort eine Kettmasche. Und das machen wir jetzt hier die ganze Reihe entlang. So, und dann kann der Faden abgeschnitten werden. Wir ziehen ihn lang und Flügelchen Nummer 1 ist fertig und wir brauchen noch ein zweites davon. Und weil wir gerade so schön dabei sind, häkeln wir noch ein weiteres Teilchen in dieser Farbe. Und zwar jetzt die kleinen Öhrchen. Da die, wie gesagt, klein sind, starten wir wieder nur mit einem Anfangsknoten und nicht wie mit einem Maschenring, aber wir behandeln das Ganze wie ein Maschenring. Nach dem Anfangsknoten folgen zwei Luftmaschen und dann stechen wir in die erste Luftmasche ein und häkeln dort unsere erste Reihe, ja, nicht Runde. Und das werden hier zwei feste Maschen. Danach häkeln wir eine Wendeluftmasche. Wir drehen also das Ganze und dann geht es weiter. Wir stechen in die erste Masche ein und häkeln dann zurück in die Richtung, aus der wir gekommen sind. Also, jetzt wirklich, ich komme mir durcheinander langsam mit dem, was ich rede. Wir häkeln zwei Zunahmen und den restlichen Anfangsfaden, den versuche ich währenddessen noch ein kleines bisschen mit zu verhäkeln. Danach kommt der Anfangsfaden weg. Dann häkeln wir wieder eine Luftmasche, damit wir drehen können und häkeln dann zunächst eine feste Masche, danach eine Abnahme und dann noch einmal eine feste Masche. Und dann ist das Öhrchen schon fertig und der Faden kann abgeschnitten werden. Wir ziehen lang und ich merke, ich habe hier noch einen kleinen Faden stehen, der muss auch noch weg. So, das war's. Und natürlich benötigen wir noch ein zweites Öhrchen. Danach geht es dann weiter mit dem Schnabel. Wir brauchen dafür jetzt also die hellgelbe Wolle und starten mit einem Anfangsknoten, gefolgt von zwei Luftmaschen. Das Ganze verwenden wir dann wie ein Maschenring. Wir stechen also in die erste Schlaufe ein und häkeln dort Runde Nummer 1 und das werden jetzt 6 feste Maschen. Wir ziehen das Ganze fest zusammen und gehen dann über in Runde Nummer 2. In dieser gehen wir jetzt hoch auf 9 Maschen und um das zu erreichen, werden wir jetzt jede zweite Masche in dieser Runde verdoppeln und den restlichen Anfangsfaden, den versuchen wir dabei noch ein kleines bisschen mit zu verhäkeln. Und danach sind wir schon in Runde Nummer 3 angekommen. In dieser gehen wir jetzt hoch auf 12 Maschen und um das zu erreichen, wird nun jede dritte Masche verdoppelt. Und das ist dann auch schon unsere letzte Runde mit Zunahmen. Eine weitere Runde folgt danach noch. Wir bleiben nämlich noch einmal bei dieser Anzahl, also wir häkeln glatt 12 feste Maschen. Dann folgt zum Abschluss eine Kettmasche und der Faden wird abgeschnitten und langgezogen und dann haben wir es geschafft, unser Schnäbelchen ist fertig.
Und dann bleiben wir gleich bei der Farbe. Denn wir häkeln weiter mit den Füßen und starten auch da zunächst mit einem Anfangsknoten. Es folgen wieder zwei Luftmaschen und wir stechen in die erste ein. Und dort häkeln wir Reihe 1 und zwar drei feste Maschen. Danach folgt dann eine Wendeluftmasche. Wir nehmen den restlichen Anfangsfaden dabei auch ein bisschen mit. Und wir drehen dann und häkeln zurück in diese Richtung, in die Richtung, aus der wir gekommen sind. So, einmal auf den Anfangsfaden aufpassen und dann geht es weiter. Wir steigern uns jetzt in Reihe Nummer 2 auf 6 Maschen und dafür verdoppeln wir jede Masche aus der Vorrunde. Und danach würde ich meinen, schneide ich erstmal wieder den Faden ab und dann folgt wieder eine Wendeluftmasche und wir drehen und im Anschluss bleiben wir einmal bei dieser Anzahl. Wir häkeln 6 feste Maschen. Dann schlagen wir wieder eine Luftmasche an und drehen. Wir sind jetzt in Runde Nummer 4 und jetzt wird es etwas kniffliger. Also wir häkeln in die erste Masche 3 halbe Stäbchen. In die zweite Masche häkeln wir dann 2 halbe Stäbchen. Und dann häkeln wir eine Kettmasche. Aber nicht hier rein, sondern wir gehen zurück. Das heißt, ich drehe das einmal auf die Rückseite, denn die Kettmasche kommt hier in das erste Stäbchen der vorherigen Masche. Das heißt, insgesamt haben wir ja 5 halbe Stäbchen gehäkelt und davon in das erste kommt die Kettmasche. Und das machen wir noch 2 weitere Male. So, das Füßchen ist fertig, der Faden kann also abgeschnitten und langgezogen werden und da ist es. Und davon brauchen wir natürlich auch noch ein zweites. Und als nächstes häkeln wir in hellbraun das Gefieder. Also wir schlagen auch hier einen Anfangsknoten an, gefolgt von 2 Luftmaschen. In die erste stechen wir ein und häkeln dort Reihe Nummer 1 und das werden hier 5 feste Maschen. So schön festziehen. Danach folgt eine Wendeluftmasche und ich nehme meinen Anfangsfaden mit, außer ich verliere das Ganze. So nochmal, das habt ihr nicht gesehen. Wendeluftmasche, Anfangsfaden mitnehmen und wir drehen. So, den Anfangsfaden lege ich wieder rüber. Wir verhäkeln ja auch hier ein kleines Stück. Und dann folgt Reihe Nummer 2. Wir häkeln eine feste Masche und dann müssen es mehr Maschen werden. Ich ziehe nochmal fest vorher und dann häkeln wir 3 Zunahmen. Danach wird es höchste Zeit, den Faden abzuschneiden und es folgt noch eine weitere letzte, da bin ich weggerutscht, feste Masche. Dann sind wir bei einer Anzahl von 8 angekommen und das war's. Der Faden wird abgeschnitten und langgezogen und von diesem Teilchen brauchen wir jetzt insgesamt 5 Stück. Und die hier müssen wir jetzt alle miteinander verbinden. Also legen wir los. So, wir verbinden jetzt einmal hier die obersten Ecken miteinander. Dann etwas vernähen und das Ende schneiden wir ab. So, und das machen wir jetzt noch einmal. Wir sind in der obersten Reihe und dort verbinden wir 3 Stück miteinander. Auch hier kommt der Restfaden weg und das ist unsere oberste Reihe vom Gefieder. Dann folgt jetzt die untere Reihe und da verbinden wir 2 dieser Teilchen miteinander. So, und diese 2 werden jetzt leicht versetzt unter diesen hier befestigt. Das machen wir auch noch kurz. So, okay, fertig. So muss das Ganze aussehen. Ich habe noch ein paar Restfäden über, die schneide ich gleich heimlich ab, aber quasi ist es das. Wir haben jetzt alle Teile zusammen, die wir für die grundlegende Eule benötigen und beginnen mit dem Zusammennähen. Und zwar nehmen wir als erstes jetzt den Körper und das Schnäbelchen. Also das Schnäbelchen wird hier zwischen die Augen positioniert. Aufpassen, dass es nicht zu rund ist, eher etwas flacher. Und wegen der Höhe, wir gehen jetzt von den Sicherheitsaugen aus eine Runde tiefer. Und das Zusammennähen geht ganz einfach.
Wir nehmen den Faden vom Schnäbelchen und ziehen ihn durch die gegenüberliegende Masche vom Körper. Festziehen, dann gehen wir damit wieder zurück zum Schnabel, fädeln ihn durch die nächste gegenüberliegende Masche, ziehen wieder fest, gehen dann wieder rüber zum Körper, fädeln ihn dort durch die nächste Masche, ziehen wieder fest, gehen wieder zurück zum Schnabel, durch die nächste Masche, dann wieder zurück zum Körper. Und das machen wir dann fast die ganze Runde herum. Wir lassen noch eine kleine Öffnung auf, denn wir müssen das Schnäbelchen noch etwas stopfen. So, wenn fast alles sitzt, kommt etwas Füllwatte ins Spiel. So, und dann nähen wir noch den Rest fest. So, wenn alles sitzt, wird noch der Faden vernäht. Und der Rest wird abgeschnitten oder nach innen gezogen. Das mache ich jetzt. So, ich muss noch ein bisschen in Form drücken, merke ich. Okay, als nächstes machen wir weiter mit dem Gefieder. Das kommt dann hier unten dran. Wir legen das also unterhalb des Schnabels auf und das geht schräg hoch zu den Augen. So, und das Ganze machen wir jetzt auf die gleiche Art und Weise. Also, ich brauche wieder meine dünne Häkelnadel. So, wenn alles sitzt, können wir den Faden vernähen. Ich ziehe ihn dafür ein paar Mal durch den Eulenkörper hindurch. Und er kann ja auch schon abgeschnitten werden. Und wir ziehen das Endstück nach innen. So, wir machen weiter mit den Flügelchen. Die werden hier angenäht. Die kommen so schräg hinter das Auge, damit sie dann quasi so nach vorn geklappt werden können. So, Flügelchen 1 sitzt, dann würde ich sagen, nähen wir das zweite an. So, und dann sind auch die Flügelchen dran und wir können übergehen zum nächsten Teilchen. Danach folgen dann als nächstes die kleinen Öhrchen und die kommen hier oben dran. So, wir drehen das Ganze einmal, damit es für mich einfacher ist. Und zwar starten wir hier in der vierten Reihe mit den kleinen Ohren. So. Schauen nach. Sieht gut aus. Der Faden kann vernäht werden. So, und die andere Seite. So, das ist auch dran. Dann folgen wohl als nächstes die Füße. Die geben unserer kleinen Eule auch nochmal einen besseren Stand. Und zwar kommen die jetzt hier unten so leicht schräg zur Seite dran. So, wenn es einigermaßen sitzt, vernähen wir wieder. Und wenn das Füßchen dran ist, folgt auch noch das zweite. Und das sehe ich gerade, ich muss den Faden noch einmal durchfädeln. Der ist hier auf der falschen Seite gelandet. So, jetzt aber. Also genau parallel auf die andere Seite hierhin. So, die Füßchen sind dran, die Eule kann stehen. Allerdings bekommen die Öhrchen jetzt hier oben noch so kleine Pinsel. Das machen wir doch schnell. Ich brauche wieder das sandfarbene Garn und steche durch die Spitze vom Ohr ein. Da ziehen wir jetzt eine Schlaufe von dem Farbton hindurch und wir ziehen das Ganze fest. Ein bisschen enger mache ich es noch. So, wenn das fest sitzt, schneiden wir das ab und das Ganze machen wir auf der anderen Seite auch nochmal. Abschneiden. Und dann fusseln wir das hier oben einmal auseinander. So, die andere Seite. Und dann müsst ihr schauen, ob euch das so gefällt oder ob ihr das Ganze noch etwas kürzen wollt. Ich glaube, minimal kürzer muss bei mir diese Seite noch. Die ja auch noch ein Tick. So. Sieht gut aus, unsere Eule selbst ist fertig, aber es fehlt noch der Harry Potter Schal. Und es folgt der Schal, wir brauchen jetzt also Wolle in Dunkelrot.
Und wir starten mit einem Anfangsknoten und danach häkle ich 4 Luftmaschen. Dann folgt eine weitere Luftmasche als Wendeluftmasche. Das bedeutet, wir häkeln in diese Richtung hier zurück, in die Richtung, aus der wir gekommen sind und stechen in die zweite Schlaufe von der Nadel aus ein. Und dort häkeln wir Runde Nummer 1 und das werden 4 feste Maschen. Nach Möglichkeit den Anfangsfaden wieder ein kleines bisschen mit verhäkeln. Ich nehme ihn also noch ein Stück mit und häkle jetzt eine Wendeluftmasche. Das heißt, wir drehen wieder. Und das machen wir jetzt die ganze Zeit so weiter. Wir brauchen viele Runden mit einer Anzahl von 4 festen Maschen. Ich habe das ja schon mal ausgetestet und daher weiß ich auch bereits, wie viele Reihen ich benötige, damit es funktioniert und gut aussieht. Ich benötige nämlich 90 Reihen. Aber ich brauche das. Es kann sein, dass ihr weniger oder auch mehr Reihen benötigt, je nachdem, wie eng oder locker ihr häkelt. Deswegen zwischendurch ruhig immer schauen und hin und wieder mal bei eurer Eule anlegen, damit ihr wisst, wie viel ihr noch machen müsst. Okay, und wenn ihr am Ende angekommen seid, kann der Faden abgeschnitten werden. Ich habe meine Schere verlegt, ich muss kurz eine andere nehmen. Dann ziehen wir das Ganze lang, schmeißen versehentlich einen anderen Faden ins Bild, der dort nicht hingehört, und vernähen dann unseren Restfaden noch ein kleines Stück. So, das Ende schneide ich noch ab. Muss echt meine andere Schere wiederfinden, die funktioniert nicht gut. So. Wenn ich meinen Schal jetzt loslasse, macht er das. Der dreht sich ein bisschen. Deswegen, falls das bei euch auch passiert und ihr das nicht haben wollt, dann einfach einmal kurz drüber bügeln und dann passiert das nicht mehr. Das zeige ich jetzt nicht, aber so als kleinen Tipp, falls ihr damit auch Probleme habt. So, und jetzt geht's weiter, denn der Schal braucht noch kleine Akzente. So, für den Akzent habe ich mir jetzt was vom gelben Garn abgeschnitten. Und zwar fädeln wir einmal nach der zweiten Reihe den Faden hindurch und dann noch einmal nach der dritten Reihe. Einfach ein paar Mal hin und her, sodass wir eine durchgehende Reihe in Gelb haben. Also quasi so, als ob wir sticken würden. So, wenn wir dann ein bisschen vernäht haben, können wir den Faden abschneiden. Und dann haben wir die eine Seite fertig. Und das machen wir auch auf der anderen Seite nochmal genauso. So, und wenn wir das geschafft haben, ja, guckt ein bisschen was raus vom gelben Faden. Da muss ich gleich noch was hin und her ziehen. Aber wir können jetzt am Ende noch kleine Fransen einfädeln. Wir brauchen also wieder unsere rote Wolle. So, da habe ich einmal die Schere hingeworfen. Aber quasi, wir ziehen wieder Schlaufen durch und ziehen dort die Enden durch. Und so machen wir unsere Fransen. So, wenn wir an jeder Stelle Fransen durchgezogen haben, können wir das noch auf eine einheitliche Länge schneiden. Ja, mit einheitlich habe ich es gerade nicht so, ne? Es liegt an der Schere. Ich weiß immer noch nicht, wo meine gute Schere hin ist. Ich habe schon optimiert, was die Schere angeht, aber es ist trotzdem nicht die beste. Okay, und das natürlich auch auf der anderen Seite. Seite 2 hat etwas besser geklappt. Dann ist unser Schal also fertig. So, und damit haben wir dann auch die ganze Eule fertig. Und wir können der Kleinen noch den Schal umbinden. So, mal schauen, wie geschickt ich mich anstelle. Ich mag es ja, wenn der ein bisschen seitlich sitzt. Ich bin nicht gut darin, die Enden gleich lang hinzubekommen, muss ich sagen. Schalbinden muss ich noch üben. Okay, geschafft. So lassen wir es. Die kleine Eule hat ihren Schal um. Ich glaube, noch etwas seitlicher wäre sogar angenehm. Aber so wie es euch gefällt, ich lasse es so. Wenn ihr wollt, damit das Ganze gut hält, könnt ihr natürlich auch noch den Schal fixieren. Also ihr könnt hier die beiden Schalseiten aufeinander fixieren oder so drapieren. Und ihr könnt natürlich auch den Schal rundherum fixieren. Ich finde es aber angenehm, wenn ich das Ganze locker lasse, weil ich so entscheiden kann, ob meine kleine Eule überhaupt den Schal tragen möchte oder nicht. Aber so wie es euch gefällt. Und das war's. Unsere kleine Eule ist fertig
und müsst jetzt vermutlich bei euch auch so in etwa hier aussehen wie bei mir. Oder vielleicht auch so, falls ihr euch dazu entschieden habt, das Ganze ohne Schal zu häkeln. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, ich würde mich ganz ein Däumchen nach oben von euch freuen. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, eine Anregung für ein neues Video oder wenn ihr mir einfach nur verraten wollt, in welchem Hogwarts-Haus ihr seid, dann macht das doch gerne unten in den Kommentaren. Und hey, abonniert doch meinen Kanal, was ich getan habe. Dann verpasst ihr es künftig nämlich keine neuen Videos mehr von mir und ich freue mich dann ganz doll darüber und mit einem Abo helft ihr mir auch sehr weiter. Und wenn ihr so weitere Videos schauen wollt, guckt doch mal da oben hin, da packe ich noch ein Video hin und dort gibt's noch ein anderes. Und ansonsten würde ich malen, macht's gut, wir sehen uns in 2 Wochen wieder mit einem neuen Video und dort geht's doch zu meinem Shop für Wolle und selbstgemachte Sachen. Also, bis ganz bald. Und seit einer halben Stunde kreist ein Hubschrauber direkt über meiner Wohnung. Ihr werdet mich nie kriegen.